Hallo Leute, ich habe hier Godo Röben neben mir sitzen. Moin. Weiß nicht, wer von euch Godo Röben kennt. Er war mal Geschäftsführer bei Rügenwalder Mühle. Also in dieser verdammten Firma, die sowohl Fleischwurst als auch Veggiewurst gemacht hat. Und der Godo war da nicht ganz unschuldig dran. Erzähl mal in 3 Sätzen, wie das gegangen ist. In 3 Sätzen. 2010 kam ich mal irgendwie auf die Idee und habe gesagt, Mensch, wir haben ein Sortiment, was dauerhaft Probleme kriegen wird mit dem Klimawandel, Tierleid, Gesundheit der Verbraucher. Und dann haben wir gesagt, wir müssen mal zusehen, ob wir nicht auch vegetarische Produkte machen können, die genauso schmecken wie die Originale. Weil wir haben gemerkt, dass ganz viele Menschen, die diese Produkte gerne mögen, aber mit dem Tier ein Problem haben. Und mit welcher Größenordnung habt ihr gerechnet? Was habt ihr geglaubt? Man muss ja auch mal sagen, ihr kommt aus einer Metzgersfirma oder die Firma kam aus einer Metzgersfirma und da kommt einer und sagt, wir machen das Ganze jetzt mit pflanzlicher Nahrung. Irgendwie müsst ihr einen ja mehr Waffel haben, oder? Genau so, 200 Jahre Fleisch und Wurst aus Tier gemacht und ja. Dann kommt da einer und sagt, wir wollen jetzt vegan machen. Das war natürlich spooky und da hat jeder gesagt, das geht ja gar nicht, weil der Veganer war unser natürlicher Feind. Ja. Also wir haben immer alle Argumente gegen den Veganer gehabt und jetzt sagen wir auf einmal, ja, so dumm ist das gar nicht, was der so vorhat. Das war schon ein Kulturbruch. War das deine persönliche Idee und du hast den Chef davon überzeugt, ja. Oder hat der Chef das gesagt? Nee, meine persönliche Idee, aber ich habe einen Bombenchef gehabt, der immer jegliche Schandtaten mitgemacht hat, okay. Die ich vorgeschlagen habe. Ja, also irgendeinen Bekloppten, den muss es geben. So, jetzt Größenordnung. Veggie war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt noch nicht so in... Überhaupt nicht. Nee? Also gab in den ganzen Lebensmittelläden überhaupt keine Veggie-Regale und nichts. Und Veggie war nur in den Reformhäusern und die Produkte waren echt von minderer Qualität. Mhm. Und wir haben gehofft, dass wir 5 Tonnen, 5000 Kilo, das sind 50.000 Packungen pro Woche verkaufen. Mhm. Und wir waren innerhalb vom halben Jahr schon, glaube ich, bei 100 Tonnen, also 100.000 Kilo, 1 Million Packungen pro Woche. Und mit diesem Erfolg haben wir überhaupt nicht gerechnet. Und das ging dann nur so weiter. Stellt sich so eine Firma auch davon auf große Herausforderungen? Also da muss man ja Personal für haben, Maschinen für haben und. Die erfolgreichsten Jahre bei der Rügenwalder Mühle waren immer die, wo wir am meisten Erfolg hatten. Weil das eben, die waren die super anstrengend, das waren nicht die schönsten Jahre. Also das waren wirklich Jahre, wo wir auf Zinne gegangen sind. Wie siehst du die Zukunft von Veggie und Vegetarisch? Wird das in dem Tempo weitergehen? Gibt es da Schwerpunkte, wo du sagst, also das hat eine echte Zukunft, das andere, das ist nur mal eine Blase? Wie siehst du da die... Ich glaube, das ist wie bei der Mobilitätswende und der Energiewende. Beide Wenden dauern so 60 Jahre, kommen von 100, die gehen beide auf 0, also 0% Benzin, Diesel, 0% Energien aus Kohle und Atom. Und bei Tieren wird das nicht so sein. Okay. Also da wird die Wende so sein, dass immer Tiere überbleiben, weil wir das von der Evolution so gelernt haben. Aber ich würde sagen, dass wir in 50 Jahren bei 80-20 sind. 80% ist pflanzlich, vielleicht auch aus Fermentern und 20% sind echte Tiere, was aber immer noch ausreichend ist für Grünland und alles, was wir so brauchen. Also du würdest den jungen Leuten, die es zugucken, wahrscheinlich sagen, baut keinen Schweinestall mehr. Würde ich nicht machen. Ich würde da zusehen. Wir brauchen ja auch die Pflanzen. Deswegen, also wir reden auch mit vielen Bauern und sagen, Mensch, wir brauchen euch sowieso. Also wenn die Menschen was essen wollen, braucht es die Bauern. Wenn du sagst 2050, was würdest du sagen, kurzfristig 2030? Da sind wir vielleicht bei 10-20%. Also das ist bei diesen großen Veränderungen, werden die kurzfristigen Veränderungen immer überschätzt. Deswegen ist man schnell enttäuscht, wenn man diesen Veränderungen voranbringen will. Und langfristig werden sie unterschätzt. Da denkt man sich, das wird niemals so groß. Wie siehst du die Chance für Laborfleisch? Wird kommen, wird mit dazu kommen, kann auch für die Bauern eine schöne Alternative sein, wie Solartechnik, wie Windparks, dass man dann selbst ein Bioreaktor nennt man die, aber ist eigentlich ein Fermenter, wie in der Brauerei, dass einfach ein Fermentationstank auf dem Bauernhof steht und man dann nebeneinander hat, okay, da sind die Schweine, da wächst das Fleisch am Tier und da ist der Fermenter, da wächst das Fleisch halt im Fermenter. Godo, wir treffen uns in 10 Jahren wieder. Gerne. Und dann gucken wir, was rausgeworden ist. Auf deinem Hof. Bis dann, mach's gut, tschüss.